Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Modded. Jo Leute, wie ihr seht, 5.41 Uhr, ich hab mal ein bisschen Zeug gecraftet. Unsere ersten 10 Brote sind auch ready, also große Brote. Ihr seht, 2 Shotgun, 2 Reds. Nochmal hiervon 2 Spotlight 8, die haben wir ja gefunden gehabt. Und die Fence Post. Ihr seht, also wir haben gut weggefeuert. Auch hier Forged Iron, ich habe hier mal unten freigemacht. Zur Stabilität hier 2 Wände eingezimmert, eine Werkbank noch hingestellt. Ja, das kann ich dann da noch wegkloppen. Das muss ich aber nicht jetzt machen, weil das sind tausender Blöcke. Einen zweiten Mixer. Und hier mache ich gerade noch ein bisschen Tee, damit ich nicht mehr Wasser saufen muss. So. Wir brauchen definitiv Snow. Ein Beaker. Und Stein und Eisen. Also es ist nichts mehr da. Clay ist full. Das war's. Ich kann hier mal noch das Zeug eigentlich reinnageln. Was eh nichts zu tun hat. Ach komm, fangen wir damit an. Ja, Battery Bank habe ich auch noch im Inventar. Zack. Ja, ihr seht, also wir sind gut aufgestellt für eine Generator Bank. Gar kein Problem. Sonst habe ich Werkzeug immer einmal repariert. Ich war jetzt überlegen, noch mal was nachzuziehen und dann hochzustufen. Aber ja, ihr seht, eure ganze Forged Iron. Wir hatten 280 Forged Iron. Das ist alles, was noch übrig geblieben ist. Also geht weg wie warme Semmel. Ich habe mir mal einen Hammer gemacht. Hätte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen können. Weiß ich auch nicht, warum ich immer mit der. Wo ist er denn überhaupt? Achso, hatte ich ja kurz hier reingepackt. Noch eine Werkbank gemacht habe. Nicht, dass er dann die verkehrte weg rauszieht. So. Naja, irgendwie sind hier noch ein paar Überreste. Wie gesagt, wir brauchen einen Beaker. Am besten noch vor der Horde. Guck mal, die ganze Horde steht da. Guckt euch das an. Ich glaube, ich muss echt wieder Zäune setzen. Oder noch besser Platten, ne? Guckt euch das an, ey. Ja gut, dann warte ich noch mal kurz die anderthalb Stunden, dann gehen wir runter. Und nageln die weg. Gut. Wir können ja schon mal gucken. Wegen den... Das Ding eigentlich auch reparieren. Oh, sehr schön. Hier oben kann ich die Battery Bank stellen. Ein paar Batterien, das sollte fürs Licht reichen. Ich hatte mir halt überlegt, dazu riskieren, dass hier irgendwie. Das ist auch schwer. Das hat ja schon einen starken Radius nach unten, oder? Das Problem ist, man sieht das halt nicht so wirklich jetzt. Muss ja rechnen. So, 1, 2. Müsste also die Höhe. Oder besser die Höhe. Ich habe 8 Stück. Also in jede Richtung 1 und dann auf die Ecken. Können Sie einfach mal ausprobieren. Was soll's denn? So, die Mitte müsste ungefähr... Machen wir 3. Also müssten wir hier... Müsste hier die Mitte sein. 1, 2, 3,
hier. Ich hoffe einfach mal, dass das Dach nicht einstürzt. Aber sieht doch ganz gut aus. So, schön wäre, wenn ich jetzt das Ding sehen könnte. Kann ich selbst damit nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt bis nach unten scheint. Aber das wäre halt so meine Idee gewesen. Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, hier müssen wir halt erst eine Platte setzen. Haben wir aber sogar noch nicht. Gut, hier haben wir keine richtige Mitte, wie ihr seht. Ah, ist die Frage, kriege ich dann da drüber noch gesetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich wahrscheinlich auf die Höhe setzen hier. Doch, sollte passen. Zack. So, vielleicht kann er hier und die anderen. Das wird natürlich tricky, weil ich hier. Ja, das können wir auch machen. Die anderen vier dann halt hier direkt unten auf die Ecken. Man kann die ja noch aus... Genau, man konnte die doch noch ausrichten, ne? Das mache ich mir überhaupt so einen Kopf. Problem könnte natürlich sein, weil hier erstmal... Aber werden wir gleich sehen. Kann ich natürlich nicht, solange ich keinen Power dran habe. Guck mal eben... Zwei Batterien ist so ein bisschen wenig, ne? Risiko. Eins. Risiko. Nein. Zack. Ja, ist wieder warm und... Ach, der braucht ja nur einen, ey. Gut, da können wir natürlich noch was daneben zur Not stellen. Generator Bank halt. Mache ich noch eine Generator Bank mit einem Motor, der die Batterien auflädt. Jo.
So, guck, ob ich hier zwei Dachluken dann drauf kriege. Eigentlich könnte ich hier die ganzen Spitzen wegnehmen, oder? Sag ich mal. Könnte ich eigentlich rein theoretisch machen. Da brauche ich auch gar nicht, reichen eigentlich die für. Zack. Dann habe ich nämlich keine Spitze, dann habe ich eine schöne. Wo hat er den jetzt hingesetzt? Wo ist er? Weiß er selber nicht. Da hat er eine schöne, habe ich eine schöne Plattform da oben noch. Kriege ich hier auf jeden Fall auch Hedgies drauf. Zeige ich doch mal eben. Ja, perfekt. Und Deckung kann ich natürlich trotzdem noch so nehmen, ne? Also. Die stehen da immer noch. Normalerweise optimal müsste man echt mal jetzt hier warten und mal gucken, wann sie wegspawnen, oder? Irgendwann müssen sie eigentlich die spawnen. Aber da kannst du wahrscheinlich den ganzen Tag warten. Gut, so, Stamina ist weg, dann gehen wir los. Achso, ich wollte da noch Emil verbinden, ey. Seht auch, wo er den komischen Block hingesetzt hat hier. Die einzigen beiden, die Tüki werden, sind die. Gemacht, oder? Hat er nicht gemacht. Oder hat er doch gemacht? Eins, zwei, drei. Doch hat er, ne? Mein Gott. Hat er, glaube ich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, hat er gemacht? Nein! Mal das Ganze. Hat da, glaube ich, trotzdem ein neues Kabel drin gemacht. Schmeiß doch einfach mal an, dann sehen wir es doch, ey. Die mache ich so auf Entfernung gerichtet. Brauchst du eigentlich, glaube ich, schon gar nicht ändern. Jetzt bin ich mal bei ihm gespannt, ja. Sieht aber so eigentlich erstmal ganz okay aus. Muss man halt dann mal in der Nacht gucken, ne?
Aber wenigstens mal einmal schon mal grob ausrichten hier. Schön. Noch, dann sollten wir rum sein. Ja, wie gesagt, noch eine Generatorbank noch davor gesetzt. Da können wir auch ruhig die schlechten Motoren reinmachen. Dann sollte das mit dem Licht locker reichen. Für eine Nacht. Ne, kümmern wir uns später drum. Ihr seht, wir haben schon ein bisschen was angesammelt. Aber bei weitem nicht genug. Ich überlege gerade, das kann eigentlich erstmal hier bleiben. Die Wrench nehmen wir mal mit. So. Looten gehen wir jetzt. Naja, vielleicht doch. Nehmen wir mit. Vielleicht doch. Wie gesagt, Beaker. Jetzt müssen wir erstmal aufräumen gehen, ja. Guck mal, die ist schon weg, die hier stand. Guck mal, kaum kommst du hin, dann können sie sich bewegen. Oh, mir kriegt alle auf die Fresse. Ja, werde ich ruhig. Legt euch alle hin. Naja, ja, ich weiß. Aber wir haben 10 Bier, da können wir uns um eins gönnen. I love this club. Komm, gib mir einen Beaker, Baby. Ey. Wir haben auch wahnsinnig viel Ball gehabt. Jo, ihr seht, hier ist auch schon wieder alles fertig. Also geht meines Erachtens viel zu schnell. Komm, du Idiot. Kommst auch noch dein Fett weg. Bin noch voll gebasst. Noch jemand hier? Ich höre doch. Ach komm mal, da kommt die nächste Wanderhorde. Komm. Wieder nur Idioten. Ja, komm. Kommt her, alle. Alten dreckigen zum Bösen her. Na kommt her, ich bin gebasst. Das nutze ich voll aus. Freut sich nur das Ziel, dass er mal ein bisschen was zu tun kriegt hier. Aber schon ein paar hier.
Kommt mal schön hier mit in die Richtung wieder. So, ich muss mal kurz Stamina sammeln. Irgendwo steht noch einer am Felsen, ey. Haut auf den Felsen drauf ein. Junge, wie oft willst du denn noch aufstehen hier heute? So, alles weggebämmt. Da kommen sie. Habt ihr euch einen Weg freigekloppt? Ja, schrei hier nicht so rum. So, das ist viel zur Wanderung, oder? Dann machen sie noch mal Loot kaputt hier. Unglaublich, ey. Also Schatzkarte nicht, gar nicht zu sehen. Traurig. Generell bringen die nur Scheiße mit dir. Das ist noch das Beste daran, der Knochen. Den aber auch nicht immer, Chris. So, haben wir dann jetzt Ruhe den Tag oder wie sieht's aus? Bin ich wirklich ins Konzept gepasst? Wir haben schon wieder 12 Uhr, aber gut. Hat auf jeden Fall Laune gemacht. Naja, was soll ich killen? Bärs. Ja, dann gib mir mal Bären. Töte die auch 3 Bären, das ist kein Problem für mich. Kannst du gleich wieder Rosen machen hier. Gut, was war jetzt der Auftrag? Ach komm, warte, wir machen es anders. Tag 25, 26, ja. Wir machen die Geschichte mal so. Den nehmen wir mal mit. Können wir hier lassen? Können wir auch hier lassen? Das auch. Dann gehen wir all in, würde ich sagen. Eh nur 20 Schuss. Dürfen sie nur nicht verlieren. Zack. Wir gehen jetzt in die Wüsten-City. Da war ja viel Militärgedöns. Und vielleicht können wir da noch irgendwo einen Beaker auch organisieren. Bücherei brauchen wir schon nicht mehr. Wir haben alle Schematics. Ich kann ihn dann. Na? Auch noch nicht gelootet. Ich kann in der Nacht nochmal gucken. Wegen den Rüstungen, obwohl wir die eigentlich nicht brauchen. Wir brauchen eigentlich nur die Eisenrüstung, aber wir können ja mal eben gucken. Bootsammer, Chestammer. Kann man das nicht eigentlich hier auch? So, Leder haben wir alles. Scrap haben wir alles. Weiß nicht, warum man die Eisenrüstung da nicht anzeigt. Da haben wir 2. Helm, 3, 4. Und da waren die Handschuhe, haben wir alles. Waffen haben wir alles. Ja, die Dicken, die sollten auch mal einen vernünftigen Loot reinpacken, ne? Und die haben ja selten mal was Vernünftiges bei. So, was ist hier los? Ach, hier war die Farm, genau. Die wollten wir uns auch mal angucken, ne?
Haben wir aktuell leider wie immer keine Zeit für. Mich wundert, dass er noch nicht erfroren ist bei 11 Grad. Den ganzen Minussachen. So, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist aber noch nicht da, wo ich hin will. Haben wir aber auch noch nicht aufgemacht hier. Standard, Standard. Da drüben ist dieses Shiner-Ding. Hochhaus, Hochhaus. Ja, da hinten geht die Wüste schon los. Sehr schön. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, so ein Hochhaus immer noch. Kostet uns halt einfach eine Menge Zeit, wenn wir da reingehen. Gerade dann jetzt. Oh ne, zerstörtes Biom ist da. Das ist natürlich nice. Guck mal, hier wäre sogar nochmal ein Feld gewesen. Das ist ein Krankenhaus. Düp, 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 düp. Das war dieses Popelkrankenhaus. Aber ich würde sagen, Feuer frei, ne? In der Hoffnung, dass wir hier ein paar Medizindinger finden. Büro, Büro, ja, loot ich nicht jetzt. Wie gesagt, es geht jetzt nur um Medizinschränke im Beaker. Blut ist natürlich auch nice, keine Frage. Ja, ich weiß, friert sich gerade einen Arsch ab, ist mir klar. Mein Gott. Irgendwo muss es doch hochgehen, oder was? Interessiert uns doch alles nicht. Hast du mich jetzt erschreckt, Mutti? Entweder bin ich blind oder... Also von Krankenhaus ziemlich schwach bis jetzt hier. Ja, mit ihren Cardboxen. Ihr seht, wenn du auf Aktenschränke stehst, Leder brauchst. Los, ey. Das haben wir auch schon. Ja, ganz nett gemacht, ne? Soll das sein hier?
Weiß nicht, was diese Kartboxen immer sollen. Was ist ein Spiegelschrank hier? Boah, Leute, lohnt sich gar nicht für. Was bist du denn, ey? Also, ach du ahnst es nicht, ey. Jetzt kriegen wir noch so einen Affen. Alter! Ganz großes Kino, ey. Wieso verlangsamst du den Feralen und den anderen nicht? Boah, echt, ey. Ja, das... Mutti, da wollte ich eigentlich raus. Dreimal lohnt sich ja schon wieder. Ja, aber da siehst du, womit das zu tun hast, wenn du looten gehen willst. Verboten, ich habe endlich das Treppenhaus gefunden. Es macht keinen Sinn. Du hast hier keine Dingensregale, die sich hier den ganzen Aufriss lohnen. Fuck it, ey. Oh, jetzt ist die Wumme nicht geladen. Ich werd wahnsinnig, ey. Na, wenigstens hat es sich gelohnt. Da kommt der nächste Affe. Unglaublich. Also ihr seht, bei jedem Looten hast du einen Nervenkitzel. Gut, Leute, 33 Minuten, wir sind durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Was ist denn da oben nochmal Schönes? Seht ihr das da oben? Na, hier rumzustehen ist natürlich auch schlau. Ja, aber warum ich vorhin sagte, schön ist hier, ne? Guckt euch das an. 29 mit Anschlag. Gut, aber wir werden jetzt erstmal zu der anderen City weiter düsen. In der nächsten Folge. Bis dann.